Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns durch die Ventier-Kampagne erspielen können. Und zwar hatte ich euch da schon vor ein paar Tagen das erste gezeigt und das war der Gruftgargon. Den hat man, glaube ich, bekommen, wenn wir die Ventier-Kampagne auf Stufe 5 abgeschlossen hatten. Und jetzt zeige ich euch das zweite oder möchte euch das zweite zeigen. Und das ist folgendes Mount. Wo haben wir es? Hier. Kampfgargron Fretnik heißt das. Und das bekommen wir dann, wenn wir die Ventier-Kampagne einmal komplett durchgespielt haben. Heißt, alle 8 Kapitel abgeschlossen haben. Was müsst ihr dafür als erstes tun? Natürlich spielt ihr euren Char auf Max-Level hoch, geht dann zum Covenant der Ventier und spielt dann die verschiedenen Kampagnenstränge. Die sind abhängig von eurer Ruhmstufe, also ihr müsst eure Ruhmstufe nebenbei auch ein bisschen hochhauen. Ich glaube auf 24, 22, irgendwie so müsste es gewesen sein, dass man alle Kapitel insgesamt spielen kann. Mittlerweile bin ich auch bei dem Twink auf Stufe 28 und es gibt ja auch einige Catch-Up-Mechanics. Ich vermute mal, die meisten dürften auch mit ihren Twinks, beziehungsweise wenn ihr Main bei den Ventier seid, über den Punkt mittlerweile gut weit hinaus sein. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das mal an. Hier das zweite Mount. Übrigens, bei jeder von den Kampagnen, von den einzelnen Covenants, gibt es Mounts. Ich habe bei den Necrolords euch ja beide schon vorgestellt, also da gab es auch zwei, hier bei den Ventier gab es zwei. Eins habe ich euch auch schon gezeigt von den Nightfee und ja, das zweite werde ich jetzt dann als nächstes angehen und da die Kampagne weiterspielen, beziehungsweise von den Kyrianern werden wir dann auch noch einmal die Kampagne spielen, sobald mein Twink soweit ist und dann schauen wir uns natürlich selbstverständlich auch diese Mounts an. So, hier das zweite Ventier Mount und jetzt seht ihr schon mal deutlich cooler mit der Rüstung, diesmal nicht mehr so in weiß, sondern das ist jetzt eher so gräulich gehalten, hat aber eine weiße Rüstung mit goldenem Rand, sieht sehr, sehr cool aus tatsächlich. Und wir haben hinten dran nochmal so eine Art, ich würde sagen, Grabstein. So in die Richtung geht es mit Fackeln drauf und einer Kiste. Sieht sehr, sehr cool aus tatsächlich. Jetzt machen wir mal noch das Mount Special. Ich habe übrigens auch die Ventier-Rüstung an. Habe sie nicht explizit transmogt, aber im Laufe der Kampagne kriegt man auch eine komplette Rüstung. Also für den ein oder anderen Twink, wenn ihr mit dem nicht großartig raidet oder andere Endgame-Aktivitäten macht, kriegt ihr sogar halbwegs taugliches Gear. Ne? Das kann man dann auch upgraden. Also ich habe eigentlich ein komplettes Gear-Set alleine mit der Ventier-Kampagne gekriegt. Noch schicke Mounts dazu. Kann man nur empfehlen. Die dauert schon ein bisschen, also ein paar Stunden, wenn ihr die komplette Kampagne durchzieht, so wie ich das gemacht habe, am Stück seid ihr schon unterwegs, also ein gemütlicher Abend ist das, aber die ist eigentlich auch ganz lustig gemacht und ist auf jeden Fall zu empfehlen, die verschiedenen Kampagnen zu spielen, nicht nur wegen den Belohnungen. Gut, das war's soweit, wie gesagt, komplett abschließen müsst ihr sie auf 8, eventuell kommen später noch mehr Kampagnenstränge dazu, aber jetzt im ersten Patch von Shadowlands können wir nur 8 Kampagnenstränge machen und da bekommt ihr dann das Mount. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen und sobald ich bei den anderen Covenants soweit bin, zeige ich euch natürlich selbstverständlich auch da noch die Mounts. Euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!